Bei der Volvo Trucks Driveline Challenge haben internationale Journalisten die Möglichkeit, unsere Antriebssysteme miteinander zu vergleichen. Wir haben hier unseren Volvo iSafe, dann haben wir den LNG und wir haben den Electric. Hier geht es nicht nur um Komfort, Handling, Geräuschniveau, sondern der Challenge-Gedanke spielt hier eine Rolle. Wir wollen am Ende des Tages sehen, welches Fahrzeug, welcher Volvo FH ist der effizienteste. Ziel ist einfach, wir wollen einfach mal zeigen, was gibt es für Antriebe am Markt. Das ist das eine. Wir haben Biogas, wir haben Elektrik, wir haben Diesel natürlich auch noch und wir haben auch was ganz Altes dabei. Einfach müssen wir sagen, Volvo kann's, muss man auch klar sagen. Also die sind die einzigen, die das zurzeit liefern können. Der Diesel für viele sicherlich coming home. Volvo hat das Ganze nochmal ziemlich abgedatet mit neuen Getriebe, neue Motordaten, Drehmomentreduzierung dynamisch. Also die versuchen, dieses Auto auch nochmal richtig auf effizient zu trimmen. Biogas ist so das Neue. Die haben auch an diesem Auto nochmal einiges gemacht. Sie haben auch hier den Motor nochmal abgedatet, das Getriebe ist abgedatet, auch hier dynamische Drehmomentreduzierung. Also sie meinen das ernst. Biogas sicherlich, nehmen wir es mal als Brückenlösung. Dann haben wir noch den FH Electric. BEV, also Battery Electric Vehicle, das ist ja dann die Zukunft. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie fahren die. Und wir können auch zum ersten Mal, und das ist sicherlich für viele unserer Leser interessant, mal abbilden, was verbrauchen die Autos, mit welchen Kosten muss ich rechnen, wenn ich so ein Ding betreibe. Here in Eschenlohe. It's a nice environment to really show the different kind of drive lines that we have for FH. So, jetzt haben wir uns den Volvo FH iSafe geschnappt. Neueste Technologie, dieselseitig, getriebeseitig, schaltet extrem flott und gleichzeitig sehr weich, muss ich sagen. Eigentlich state of the art, was wir hier bewegen. Leises, sonores Dieselgrollen hören wir hier als feine Untermalung während der Fahrt. Da hat Volvo wirklich ganz einen großen Wurf gelandet. Also beim iSafe ist es einfach der Motor, der unglaublich überzeugt. Auch in der Wirtschaftlichkeit natürlich, wie wir wissen. Die iSafe ist also fantastisch, gell, LKW. Also von heutiger Sicht, wenn ich sich rechnen würde, würde ich den Diesel nehmen. Jetzt aber im direkten Vergleich mit den anderen Fahrzeugen ist es natürlich noch einmal eindrucksvoller zu erleben, wie ruhig und kraftvoll der Elektrik unterwegs ist. Also 666 PS sind einfach nicht zu verachten. Es ist einfach ein herrliches Fahren im Elektro. Diese Ruhe, keine Vibrationen. Fährt sich großartig, muss man wirklich sagen. Der ist im Fahrbetrieb der kultivierteste, der leiseste, der angenehmste. Fahren mit dem Volvo Electric ist eigentlich Komfort at its best. For pleasure, the electric car is the nicest one to drive. Nach dem Diesel und dem Elektro haben wir jetzt auch den LNG FH unter unsere Fittiche genommen. Interessant ist hier vor allem das Motorengeräusch, weil Volvo ja quasi den Diesel verwendet, um darin das LNG zu verbrennen. Und dementsprechend klingt das Ganze eigentlich auch wie ein Diesel. Lediglich so ein markantes Turboheulen liegt über dem Ganzen oben drüber. Sonst von der Leistung her unglaublich. 500 PS aus einem Gas-LKW, das hätte man sich vor wenigen Jahren noch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Für mich eine gute Übergangslösung, insbesondere die Volvo-Lösung mit direkter Einspritzung. Die Leistungsfähigkeit ist genauso wie beim Dieselfahrzeug. I really strongly believe that the LNG concept has the future in it if the fuel is available. Volvo has over the decades been taking big steps forward. We are supporting the driver much more. We have introduced some time ago the iShift gearbox, helping the driver to gear shift. Ja, Volvo Connect sammelt
von euren Fahrten, von jedem einzelnen Fahrzeug, von jedem einzelnen Fahrer die Daten, welche wir mit Berichten auswerten, um damit ein Ranking zu erstellen, einen Wettbewerb zu machen und am Ende des Tages einen Gewinner herauszufiltern, wer am effizientesten mit den Fahrzeugen unterwegs war. Ich glaube, dass wir wirklich einen Mix der Antriebe brauchen. Deshalb war das auch hier gut, sie unmittelbar zu vergleichen. Ein Antriebsstrangvergleich der Generationen, ich muss sagen, das ist nicht einfach nur einige Generationen, das sind eigentlich Welten, die ich hier erleben durfte.